Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Subnautica. So, ich habe mir jetzt die Ressourcen alle rausgeholt und hoffe, dass wir uns jetzt hier schnell die Räume bauen können. Weil da hinten sehe ich den Schatten. Nein, da sollte es nicht hin. Mensch, jetzt mach ihn bitte. Ich bin ein bisschen nervös. Da vorne sehe ich den nämlich die ganze Zeit. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt sehe ich ihn nämlich gerade nicht mehr. Nicht, dass er jetzt gleich sagt, jetzt hier so und, ne? Tschüssikowski. Du wirst jetzt gefressen, so nach Motto. Ich werde jetzt hier nochmal schnell das aufsetzen. Wieso fehlt mir jetzt ein Titan und ein Kupfer? Hatte ich doch extra wieder rausgenommen. Wo ist das hin? Hier ist nichts drin, hier ist nichts drin. Ah, hier ist noch Titan und... Okay. Wieso fehlt mir jetzt noch Titan? Ach, mir fehlt denn nur das Titan. Der ist verdammt nah. Strom? Haben wir Strom? Warning. Emergency power only. Nein, wir haben noch Oxygen keinen Strom. Production offline. So, dann hier einmal schnell den Reaktor rein. Den Reaktor ein wenig befüllen und schon haben wir auch Strom. Und einen kann ich sogar noch essen. Okay. So. Fragmente haben wir hier in der Nähe. Aha. Gut, sonst nichts weiter Interessantes. Dann erhöhen wir mal noch die Reichweite von meinem Scannerräumchen hier. Na, aktualisierst du? Oh. Oh, das geht aber tief runter hier. Ziemlich tief. Haben wir jetzt noch was Neues dazugefunden? Diamanten. Mhm. Okay, können wir mal gucken. Der ist direkt vom Scannerraum. Und ja, es ist doch nur einer. Der nur sehr schnell hier hin und her schwimmt. Ne, es sind zwei. Da unten ist auch noch einer. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Haben wir hier jetzt noch irgendwas Interessantes? Metallschrott. Warum kann ich Leuchtwale nach Leuchtwalen scannen? Mhm. Da hinten scheint irgendwie noch eine Höhle zu sein. Auch interessant. Lithium. Kalkstein. Wir haben aber sonst nichts anderes hier. Ionen. Wir können sogar nach Ionenwürfel scannen. Sind hier Ionenwürfel? Ah, da oben. Aha. Ich gehe das auch irgendwo wieder rein, wo es ganz tief runter geht. Da haben wir so eine Art Schacht. Aha. Aber leider kann ich nicht alles erkennen. Hm. Nee, leider sehe ich nicht alles. Okay. Geht hier aber richtig tief runter, ne? Tischkorallen, Salz, Titan, ja, ist ja alles, können uns da vielleicht helfen, indem wir uns die einfach anzeigen lassen. Zumal der eine, der müsste jetzt direkt hier vor der Tür sein. Und jetzt habe ich ja alles weggefressen und ähnliches. Jetzt habe ich ja einen Fehler gemacht. Kann ich... Nee, ich kann nichts rausnehmen.
Ich habe ja vergessen, jetzt die Pflanzentöpfe hinzustellen. Ah nein, das heißt, wir wird hier auch bald die Energie ausgehen. Und hier noch auf Notreserve aus sein. So. Ist auch cool, wenn das mir halt angezeigt wird, ne? Wo die jetzt genau sind. Das heißt, wir könnten sogar bei den gefährlichen Sachen hier arbeiten. Vielleicht nach Ressourcen gucken oder ähnlichem. Ohne gleich Angst haben zu müssen. Haben wir hier nicht irgendwo noch jetzt Titan? Hatte ich das hier nicht irgendwo... Ah, hier. Hier ist Rest-Titan. Ich meine doch, wir waren noch ein bisschen was. Ist ja cool, wenn das angezeigt wird. So. Dann machen wir hier nochmal einen hin. Weil wir gerade sowieso zu viel Titan haben, machen wir hier noch mehr hin. Muss halt nur gucken, dass ich hier dann noch irgendwie dann hinkomme. So. Man sieht ihn halt da hinten, ne? So. Machen wir das Scanner B. Okay. Gut, dann waren es ja doch zwei Stück. Versuchen wir unter ihm durchzukommen. Mal gucken, ob es klappt. Wir können uns ja jetzt hier ein bisschen umgucken. Ich hoffe, ich schaffe es einfach tief genug zu fahren hier. Gott, das will. So, fahren wir hier einfach ein bisschen am Land rum. Da oben ist er. Der andere ist da hinten. Ein riesiges Vieh hier. In der Mitte. Ich glaube, wir hätten noch ein bisschen weiter runter gehen müssen mit dem Scannerraum, wa? The Vent Garden harvests geothermal energy to nurture the life that grows within. Warum kommst du jetzt so tief? Okay, alles in Ordnung. Wir hier nochmal ein bisschen rumgleiten. Könnte natürlich jetzt auch sein, dass es jetzt hier unten irgendwie was gibt, was wir hier auch brauchen. Okay, das ist nur so ein etwas größerer, der ist jetzt nicht so schlimm. Bleiben wir mal so bei der 270 hier. Aber ich sehe ja auch keine... Oh, wie tief das hier ist. Na, ich lasse erstmal das Licht aus. Wir sind inkognito und so. Es sind noch nicht mal Materialvorkommen an. Na doch, hier ist Quarz. Aber sonst sehe ich nichts wirklich. Schwimmt da hinten noch so ein Riesending? Okay, die beiden sind jetzt ungefähr da. Das sind ja riesige Quallen, Alter. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt aggressiv sind. Einfach nicht nähern. Bleiben wir bei 275. Da unten scheint ja, ne, und so relativ tief zu sein. Ist das noch so eine Riesenqualle? Oder ist es dieselbe? Okay. Jetzt eigentlich hier jetzt wieder rauf.
Musik macht einen auch so ein bisschen kirre im Kopf. Ich habe halt keine Ahnung. Hoppala. Was wir hier jetzt genau gefunden haben. Entschuldigung. Nee. Sieht nicht nach neuartig aus. Hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Ach, hier hinten sind wir wieder bei den... Das sind jetzt die Augenquallen, ne? Ja. Ich hau hier irgendwie sämtliche Fische tot. Das ist ja schlimm. Ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwo ein Gebiet haben, wo wir Rubine finden. Aber... Ja, nochmal hier ein bisschen tiefer tauchen. Jetzt mal probieren. Ah, hier ist auch endlich mal ein Stein an der Wand. Wenigstens das ist gegeben. Okay. Was sonst noch irgendwas hier? Soweit ist das jetzt hier nichts interessant. Also recht wenig interessant. Wer frisst hier gerade was? Ja, mehr als die Wand beobachten kann ich jetzt nicht wirklich. Na gut, dann einfach mal ins tiefe Nass, ne? Halt, ich wollte eigentlich nur die Karte ausmachen. Wir können ja ein bisschen tiefer tauchen. Okay, bist weder böse noch lieb. So nach Motto. Alter, ich habe Respekt vor diesem Riesenvieh. Nein! Oh, wie tief müssen wir tauchen? Okay. Ich weiß nicht, ob das Ding Riesenvieh jetzt irgendwie was Böses ist. Er hat ja gesagt, das frisst Sachen, die quasi, naja, in sich selbst leben, aber trotzdem irgendwie. Ich habe Respekt vor dem. Mir jetzt hier zwei von den Riesendingern? Eigentlich schon, ne? Aber egal, ich habe zwei Rubine gefunden. Das heißt, wir hätten nur ein bisschen weiter den Scannerraum positionieren müssen. Das wäre dann auch, glaube ich, besser gewesen. Oder ist das jetzt hier im Gebiet, dass es hier irgendwo auch an der Wand hängt? Es wird bestimmt weiter tiefer nur hängen. Aber wir haben eigentlich jetzt zwei. Moment. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen doch noch irgendetwas für das Ganze. Rubin? Ja, ist klar. Wir brauchen synthetische Fasern. Die werden aus Rubin und Wickelpilzstück gemacht. Wo krieg ich denn ein Wickelpilzstück her? Das kann ich übrigens alles mal löschen. Das heißt, ich brauche hier irgendwo einen Pilz. Finden wir den vielleicht auch hier? Oder so? Wo soll ich denn Wickelpilze herkriegen? Zumal, wie sehen Wickelpilze aus? Braucht davon ja nur ein Stück. Hier nochmal uns so hinstellen. Vielleicht hier nochmal nach so einem Pilz gucken. Ah.
gehen hier schon recht tief. Bist du ein Wickelpilz? Hadeskelch. Nein. Was sind Wickelpilze? Ich habe keine Ahnung. Wirbelkragen. Nee. Das sind alle die Verkehrten hier. So wie es aussieht. Zumal wie weit wir jetzt hier auch runter schon sind. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass unser Scannerraum dort hinten ein bisschen zu hoch steht. Aber mal schauen. Ich habe halt echt keine Ahnung, ob die hier mir jetzt was Böses tun oder nicht. So, jetzt langsam mal auftauchen hier. Die hatten wir ja schon. Ah, der ist da ganz oben. Ich hoffe, der bleibt auch mal kurz oben. Ich will mal kurz gucken, ob wir hier vielleicht... Nee, die Dinger kann ich nicht scannen. Okay, dann wieder einsteigen. Mal ein bisschen auftauchen. Gucken wir jetzt nochmal, dass wir zum Scanner B kommen. Zumal hier soll ja auch irgendwo noch ein Schiffswrack sein. Wickelpilz hatten wir jetzt auch nicht im Scannerraum zu sehen, ne? Ich glaube, nein. So, machen wir nochmal Licht aus. Ich bin der Meinung, wir fressen deutlich mehr Energie als vorher. Na, gucken wir nochmal. Welcome aboard, Captain. So, euch machen wir jetzt nochmal aus. Können hier auf jeden Fall nach Fragmente scannen. Ionenwürfel, Kalkstein. Nein, 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 nein. Jetzt sag mir nicht, ich kann jetzt nach Rubinen scannen. Ich musste erst einen Rubin finden, damit ich danach scannen kann, oder was? Das heißt, ich muss jetzt auch erst nach dem Wickelpilz... Ich muss erstmal den Wickelpilz finden, damit ich auch nach dem Wickelpilz scannen kann. Ja, das ist natürlich sehr klasse. Aber ich weiß wenigstens, wo Rubine sind. Da vorne. Das heißt, hier vorne ist unser. Dann müsste hier ja der große Koloss sein. Und genau gegenüber sind drei Rubine. Ja, immerhin drei Stück. Das heißt, wir brauchen einen für synthetische Fasern. Dann brauchen wir noch einen weiteren für... Na, wo ist denn das Modul? Hier. Dann brauchen wir noch zwei weitere. Emailliertes Glas wird ja aus Diamant und so weiter gemacht. Und das andere Ding haben wir ja schon in der Bahn selbst. Das ist Tiefenmodul. Gucken wir mal, ob wir da hinten runterkommen. Oder so weit runterkommen. Ich die anderen beiden Bösewichte ja nicht mehr drin. Hoppala. Man kann auch sehr schlecht wenden, denn, ne? Entschuldigung. Direkt hinter ihm. Dort an der Wand. Die sind auch nicht so tief. Das geht. Die hängen hier direkt an der Wand. Okay. Was ist das denn?
Böse oder lieb? Sagt mir nicht, ob du böse oder lieb bist. So, wir haben auf jeden Fall hier Wärmekraftwerk. Okay, haben wir. Hier unten liegt auch noch was. Wärmekraftwerk. Freigeschaltet. So, was seid ihr? Auf jeden Fall nichts, was ich scannen kann. Hallo Fischi. Nearby spires are substantial thermal vent structures, hospitable to coral formation. Was ist denn jetzt los? Was war das denn? Was war das denn jetzt? Okay. Ja gut, aber Rubine haben wir jetzt hier ein und für sich genug. Jetzt ist nur die Frage, wo kriege ich den Wickelpilz her? Wo bekomme ich Wickelpilz her? Das heißt, es muss hier noch ein anderes Gebiet geben, wo ich Wickelpilze herkriege. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann Problem. So, unter dir fahren wir jetzt einfach mal kurz durch. Das sollte auch, glaube ich, immer an der Wand bleiben. Ich habe so ein Gefühl, dass wir irgendwann nochmal gegriffen werden. Wir müssen auch langsam nach Hause. Das heißt, wir treten jetzt schon langsam mal den Heimweg an. So ein bisschen. Wow. Ich habe das nicht gefunden oder nicht gesehen hier. Wow. Okay. Ja, da brauche ich mich nicht wundern. Also, so ein riesiges Schiff kann man echt mal übersehen, ne? Das ist ja kein Thema. Na gut, dann einmal ab jetzt Richtung Heimat. Hoppala. Und ich glaube, das Schlafabteil werde ich dann nochmal abnehmen. Weil das hat ja jetzt an und für sich für uns keine weitere Funktion. Wickelpilz, Wickelpilz. Sammeln. Nee, das waren nicht die. Waren definitiv keine Wickelpilze. Die sehen auch so rötlich aus. Oder so vom Bild her. Deswegen hoffe ich ja, dass die auch dementsprechend vielleicht rötlich aussehen. Seek fluid intake. Ja, ich bin ja schon auf meinem Weg. Alles gut. Mach lieber nochmal das Licht aus. Auch wenn man denn überhaupt nichts sieht, man fährt halt einfach so ins Schwarze. Aber da vorne ist unsere Heimat. Okay. Weine Duster hier, wenn es Nacht ist. So, dann fahren wir hier mal ab. Und dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt mal einen Teil abkoppeln. Konnte ich das hier irgendwie abkoppeln? Nee. Das kann ich also nur von draußen, oder? Ja. Koppeln wir hier jetzt mal eins ab. Dann dürfte sich das auch ganz ein bisschen leichter bewegen, hoffe ich mal. Ich habe halt keine Ahnung. Vielleicht wird es dann ein bisschen schneller und weniger Energie verbraucht. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir... Stimmt, mir fehlt noch was ein.
Mir fehlt noch was ein. I have been able to sense the location of an important artifact. I will share its coordinates so you can look into it. Got it. Signal location uploaded to PDA. Okay. Ach, da unten. Erbauerartefakt. Q59. Okay. Ja, haben wir wieder ein bisschen was zu tun. Vital signs stabilizing. Genau. So, aber ich wollte eigentlich Geißel, genau. Ich wollte mal gucken, ob man die draußen an den Beeten vielleicht einpflanzen und duplizieren könnte. Mit einem Messer vielleicht. Ja, kann man. Das heißt, wir können jetzt hier die ganze Zeit Samen pflanzen. Und hätten dadurch deutlich mehr davon zur Verfügung. So, machen wir hier nochmal einen Samen rein. Sowieso zu viele Gelsäcke. Machen wir davon Hälfte, Hälfte. Das dürfte doch passen. So, und Gelsack haben wir jetzt hier genug. Na gut. Die gammeln uns ja sowieso irgendwann weg. So, bei der Geißel können wir auch nochmal beiseite packen. Haben wir sie im Garten. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.